Und Sie sehen, wir haben richtig Verstärkung bekommen und das hat einen ganz guten Grund, denn 23.59 Uhr und 37 Sekunden. Wir wollen natürlich mit der gesamten Belegschaft hier ins neue Jahr feiern. 2012 steht kurz bevor. Und fast alle sind dabei, zugegebenermaßen der eine oder andere von der Technik und auch in der Regie. Der muss natürlich dafür sorgen, dass wir sauber rüberkommen ins neue Jahr. Wenige Sekunden und deswegen sind wir mal runter. 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt ist es ein frohes neues Jahr. Happy New Year. News HD. Martin. Auch hier in die Runde. Und natürlich. Prost, komm her. Ein frohes neues Jahr. Ein frohes neues Jahr. Alles, alles ja, Gute. 2012. Alles Gute. Prost. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Frohes neues. An die komplette Mannschaft. Und natürlich auch ein frohes neues Jahr. Und natürlich auch 2012 hat damit begonnen. Auch hier bei Sky Sport News HD. Und natürlich auch in dem Moment ganz kurzes, frohes neues Jahr an die Familie zu Hause und an die Freunde, die dabei schauen. Genau, lasst es euch gut gehen. Oma, Tante, alle Familie, frohes neues Jahr. Und jetzt wollen wir aber natürlich zum Sport kommen. 7 Adler fliegen beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen mit. Richtig überzeugen. Ja, trink mal, Martin. Konnte bei der Qualifikation aber keiner von ihnen. Vielleicht lag es auch an den erneut chaotischen Bedingungen. Wiederabbruch, erneut Start von Beginn an. Der Slowene Robert Kranje.